Warum ein Smart ED 451 Akku 17.000 Euro kostet, aber eigentlich nicht wirklich 17.000 Euro kostet. Das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo, ich bin's wieder, Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und ich melde mich heute kurz zu Wort, denn wir haben ja in unserem Video, wo wir uns über den ADAC-Leserbrief aufgeregt haben, rege Kommentare erhalten und darauf möchte ich heute eingehen. In dem Leserbrief ging es darum, dass ein Nutzer berichtete, dass sein Akku für einen Smart ED 451 17.000 Euro kostet, er den nun grüne Pflanzen wird, in den Garten stellt und einfach wieder mit dem Diesel zur Arbeit fährt. Ich verlinke das Video nochmal hier oben, dann könnt ihr es euch nochmal anschauen, falls ihr es noch nicht kennt. In den Kommentaren wurde uns immer wieder Zensur vorgeworfen. Das war so nicht gemeint, als wir uns über den Leserbrief aufgeregt haben, sondern uns ging es einzig und allein darum, dass wir sicherstellen wollten, dass der ADAC doch sicherlich unter den vielen Leserbriefen, die dort eingehen, auch diese liest und prüft und sagt, na, welchen drucken wir denn nun ab? Und wenn so ein Leserbrief nun mal Zahlen, Daten, Fakten enthält, dann hätte man den auch mit Leichtigkeit an der ADAC-Stelle nachprüfen können. Und dann hätte man zumindest einen redaktionellen Kommentar oder eine Antwort auf den Leserbrief abdrucken können. Das machen viele große Zeitschriften so, um einfach da solche Fragen nicht im Raum stehen zu lassen. Ja, kostet denn jetzt ein Akku für den Smart ED 451 tatsächlich 17.000 Euro oder nicht? Wie darf man den Teaser vor dem Intro verstehen? Zuerst einmal müsste man sagen, ja, wenn ihr als Nicht-Smart-Besitzer morgen oder heute zu Daimler geht und sagt, ihr wollt gerne einen Smart ED 451 Akku kaufen, dann würdet ihr 17.000 Euro bezahlen. Jetzt kommt aber ein ganz großes Aber. Wenn ihr einen Smart 451 ED besitzt und sagt, mein Akku ist defekt und ich möchte den gerne ausgetauscht haben, dann werdet ihr wahrscheinlich eher so um die 5.800 bezahlen. Wie kommt diese Diskrepanz zustande? Wir haben uns schlau gemacht, haben uns unter anderem mit dem Moritz von EQ Passion, dessen Blog ich mal hier unten verlinke in der Videobeschreibung, auseinandergesetzt. Und der hat einen Bekannten, der tatsächlich schon einen Akkutausch hinter sich hatte. Und der hat es sehr schön in seinem Blog auch nochmal erklärt, wie denn diese Preise zustande kommen. Das liegt daran, dass Daimler gesetzlich verpflichtet ist, den Akku, aber auch jedes andere Ersatzteil für den Smart 451 und auch im Speziellen den ED 10 Jahre vorzuhalten. Das heißt also, sie sind gesetzlich verpflichtet, ihre Kunden 10 Jahre mit Ersatzteilen zu versorgen. Also auch mit den Akkus. Jetzt können sie diese Akkus natürlich einfach produzieren. Jetzt hat sich die Akkugeneration aber mittlerweile verbessert. Das heißt also, mittlerweile werden andere Akkus produziert als diese von dem damaligen Smart 451. Nun kann man diese Akkus natürlich in ein Regal legen. Das macht Daimler nicht, sondern Daimler setzt diese in einem stationären Speicher ein und sorgt so dafür, dass diese natürlich nochmal das Stromnetz stabilisieren. Wir haben uns diesbezüglich nochmal schlau gemacht und sind dann über Moritz und seinen Bekannten darauf gekommen, dass Smart tatsächlich 17.000 Euro für einen neuen Akku nimmt, so wie es auch der Focus in seinen Bericht reinschrieb, den ich auch mal hier unten verlinke, wo sie mit dem Daimler-Sprecher gesprochen haben und der bestätigte, ja, für ein Neuteil würden sie 17.000 Euro bezahlen. Das ist aber eben nur die halbe Geschichte, denn diese 17.000 Euro sind ein unattraktiver Preis, den Daimler aufruft, damit nicht irgendwelche Eigenheimbesitzer kommen und sagen, hey, wow, cool, so ein Akku kostet nur 5.800 Euro für 17 Kilowattstunden, das ist gigantisch groß, den nehme ich als stationären Speicher und kauf mir den einfach. Und setze dann einfach den bei mir zu Hause ein. Um das zu vermeiden, damit man dann plötzlich nicht mehr zu wenig alte Akkus hat für eventuelle Garantiefälle oder wenn jemand sein Smart 451 reparieren möchte, ruft man einen sogenannten Mondpreis auf. Das heißt also, man ruft einen exorbitant hohen Preis auf
um diese Käufer abzuschrecken. Kommen jetzt allerdings Smart-Besitzer, werden diese natürlich ganz anders behandelt. Dann würde man sagen, naja, dieser Akku kostet eigentlich 17.000 Euro, aber effektiv kostet er nur zwischen 8.000 und 12.000 Euro, so wie wir es schon in dem ADAC-Video gesagt haben. Und dann ziehen wir natürlich noch den Wert des Altakkus ab, dann kommt nochmal ein Kundenbonus dazu etc. pp., sodass man am Ende, so wie Moritz Freund, auf 5.800 Euro kommt. Also als Smart-Besitzer wird dieser Akku nicht mehr als, ich sag mal, wirklich 8.000 Euro altogether kosten und keine 17.000 Euro. Es ist schade, dass unsere Medien einfach da wieder nur die Hälfte an Wahrheit berichtet haben. Also sie haben natürlich recht mit dem, worüber sie berichtet haben, aber sie haben diese Geschichte leider nicht zu Ende erzählt. Das ist immer sehr schade und wir wollten mit unserem ersten Video auch in keinster Weise irgendwie etwas zensieren, sondern wir wollten einfach nur, dass man die gesamte Geschichte erzählt. Denn wir konnten uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass Smart wirklich für einen, ich sag mal, 16, 17, 18 Kilowattstunden Akku tatsächlich 17.000 Euro aufruft. In diesem Sinne, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe euch nur mal ein kurzes Update dazu gegeben. Wenn ihr mehr zu diesem Thema haben wollt, dann schreibt es uns unten in die Kommentare. Wir gehen dem noch weiter nach und werden wieder darüber berichten. Vielen Dank und bis bald. Ciao.